Ja, vielen Dank für die Einladung auch. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Als ich vor 20 Jahren begonnen habe, mich mit solchen Energie- und Klimafragen zu beschäftigen, da war die Gemeinde Münsingen schon sehr bekannt als fortschrittliche Energiestadt. Und es freut mich sehr, dass das immer noch so ist. Und ja, ich hoffe, ich kann Ihnen heute zeigen, dass eben auch Mieterinnen und Mieter sehr viel beitragen können. Eben, es geht darum, gut leben statt viel brauchen. Das Fachwort heißt Energiesuffizienz, nebst der Effizienz, die wir alle schon kennen. Und da werde ich häufig gefragt, ja, sei doch ehrlich, Thomas, Suffizienz, das heißt verzichten. Eben, weniger Fleisch, weniger Fliegen etc. Und da würde ich sagen, das ist zu kurz gegriffen. Es geht nämlich nicht um den Verzicht, sondern es geht um eine Balance. Einerseits nicht zu viel zu verbrauchen, also vor allem materielle Dinge zu verbrauchen, dass wir eben die Belastbarkeit der Erde, unseres Planeten nicht überlasten, aber andererseits auch nicht zu wenig zu haben, also auch irgendwie in einen Unterkonsum zu kommen. Beispielsweise, wenn ich jetzt sagen würde, ja, ich spare jetzt Energie, die beste Energie ist die, die ich nicht brauche, ich heize meine Wohnung nur noch auf 5 Grad, dann kriege ich soziale Probleme mit meiner Familie, für meine Gesundheit ist es wahrscheinlich auch nicht so toll. Und das ist nicht die Idee. Also Suffizienz ist wirklich die Idee, gut zu leben, ohne zu viel Energie zu verbrauchen. Und da können wir alle Beiträge leisten. Wo genau, also wenn man das jetzt aufschlüsselt, sieht man für den Privathaushalt, der orange Teil hier, das ist das Heizen. Der dunkelorange Teil, das ist das Warmwasser. Und zusammen macht das jetzt im Haushalt rund 80% aus bei einem durchschnittlichen Gebäude. Bei neuen Gebäuden, wenn Sie ein Minergiegebäude haben, einen Neubau, dann ist das noch etwa 50%. Also da haben Sie sicher schon mal einen großen Einfluss. Die anderen Dinge, das sind vor allem dann die Verbraucher, die Geräte, die Wärme produzieren, also ein Backofen, auch ein Föhn, wenn Sie den exzessiv brauchen, solche Dinge, das kann man sich auch anschauen. Wenn wir für die Schweiz insgesamt das anschauen, dann haben wir eben hier die Haushalte, also wir alle, die Energie brauchen, etwa 28%, so ein gutes Viertel. Dann haben wir die Wirtschaft, etwa mit 35%, ein Drittel, das schauen wir heute jetzt nicht so an. Aber wir haben noch den Verkehr, 36%. Und das ist ohne die Flüge ins Ausland. Also wenn wir Zug fahren, Auto fahren etc. Das heißt also, wir denken oft nur an die Haushalte, aber im Verkehr haben sie mindestens einen großen Hebel, um Energie zu sparen oder Energie sinnvoll einzusetzen. Und dann gibt es noch einen dritten großen Hebel, die graue Energie. Die geht oft vergessen, also eben, was wir einkaufen, wie viel wir einkaufen, wie lange wir unser Handy benutzen. Das macht eigentlich nochmal das Doppelte aus von der Energie, die wir im Haushalt und im Verkehr brauchen. Also da haben wir einen riesigen Einfluss, den man oft vergisst, weil die Energie, die effektiv verbraucht wird, die wird oft im Ausland verbraucht. Die wird im Ausland verbraucht. Und das erscheint nicht bei uns in der Statistik vom Bundesamt für Energie. Das ist weit weg und ist nicht in unserem Kopf. Also da haben wir sehr, sehr viel Einfluss. Wenn es jetzt darum geht, dass Sie sich überlegen, ja, wie kann ich denn meinen Einfluss nutzen, ist der erste Schritt, dass Sie auch verstehen, wie viel Energie brauche ich, wann brauche ich sie, wofür brauche ich sie. Und da gibt es ein tolles Tool, einen Energierechner, die Energybox. Da können Sie eingeben, welche Geräte haben Sie zu Hause, haben Sie noch eine Tiefkühltruhe im Keller, wie nutzen Sie die Geräte, und dann kriegen Sie eine sehr genaue Schätzung Ihres Energieverbrauchs und Sie kriegen auch Tipps, wie Sie besser mit der Energie umgehen können. Also ich fülle das Tool selbst auch immer wieder mal aus und ich finde es wirklich toll und es ist sehr, sehr genau. Die Smart Meter wurden angesprochen. Wenn Sie jetzt schon in Ihrer Liegenschaft einen Smart Meter installiert haben, können Sie natürlich noch genauer Ihren Stromverbrauch analysieren. Das ist jetzt ein Tagesverbrauch von mir zu Hause vom 6. September, also vor gut 10 Tagen. Und da sieht man zum Beispiel die rot umrandeten Säulen, der größte Verbrauch, das ist der Elektroboiler, der macht mein Warmwasser. Jede Nacht macht er das Warmwasser schön auf 60 Grad warm und verbraucht da eigentlich am meisten Strom. Also wenn ich jetzt Strom sparen will, muss ich das Thema irgendwie angehen. Man findet dann noch so kleinere Dinge, da am Abend irgendwie so ein Verbrauch. Ich habe Monate gebraucht, um das herauszufinden. Das ist meine Geschirrspülmaschine. Die beginnt da
und macht das Geschirr schön sauber und wenn das dann fertig ist, dann trocknet sie es noch. Eigentlich unnötig und wenn man sieht, jetzt im Vergleich, das ist mehr Strom, als wenn ich hier etwas koche. Also ich bin noch dran herauszufinden, wie ich das abstellen kann. Das macht aufs Jahr doch wieder 20 Kilowattstunden. Da könnte man mit einem E-Auto 100 Kilometer weit fahren. Das sind solche Dinge, die man da herauslesen kann. Also ich finde es immer sehr spannend. Und wenn Sie noch weitergehen wollen, können Sie Ihr Smart Meter die Daten einlesen bei der digitalen Energieberatung des Bundesamtes für Energie. Und dann kriegen Sie von künstlicher Intelligenz eine Auswertung, die dann noch viel mehr Sachen herausfindet. Also ich werde das in Kürze machen und bin dann gespannt, ob da die künstliche Intelligenz auch das geheime Leben meines Geschirrspülers auch identifiziert. Also das ist wieder der erste Schritt, dass Sie auch mehr sich vertraut machen mit Ihrem Energieverbrauch. Viele Leute zahlen einfach die Stromrechnung, zahlen die Nebenkosten und wissen dann gar nicht, wie viel sie eigentlich verbrauchen. Jetzt ganz konkret zu Hause, das sind natürlich die klassischen Tipps, haben ja auch alle schon viel gehört. Nichtsdestotrotz sind sie wichtig. Wie stark Sie heizen, wenn Sie 22 Grad heizen statt 21 in Ihrem Wohnzimmer, das macht bis zu 10% Unterschied im Energieverbrauch. Und dann natürlich auch in den Nebenkosten, das zahlen Sie letztlich auch. Richtiges Lüften ist sehr wichtig. Also man sollte idealerweise im Winter 2 bis 3 Mal täglich Stoßlüften und nicht die Fenster gekippt halten, weil gekippte Fenster, die kühlen die Wohnung aus, aber sie lüften, also sie bringen nicht wirklich frische Luft, was ja das Ziel wäre. Ein Thema so an der Schnittstelle von Wohnen und grauer Energie ist die Wohnfläche pro Person. Das ist jetzt eine Grafik aus Deutschland. Man sieht, das steigt und steigt und steigt. Es ist mir klar, Haupttreiber für diesen Anstieg, das sind die Wohneigentümer. Dort ist der Wohnflächenverbrauch pro Kopf größer. Aber nichtsdestotrotz, ich kenne auch Mieterinnen und Mieter, die allein in einer 4,5-Zimmer-Wohnung mit 130 Quadratmeter wohnen. Das hat auch einen Einfluss auf den Energieverbrauch und eben auch auf die graue Energie. Und ich sage jetzt nicht, wir müssen alle morgen in eine Einzimmerwohnung umziehen, aber wenn es ohnehin einen Wechsel gibt, eine neue Lebensphase beginnt, kann man sich das überlegen. Muss es wirklich die 5,5-Zimmerwohnung sein? Wären 4 Zimmer nicht auch okay für eine Familie oder 2,5 für Einzelpersonen? Da hat man einen großen Einfluss und kann auch einen Beitrag leisten, um so die Wohnungsknappheit auch zu entschärfen. Das ist ein Thema, das man auch noch, also es wird sicher noch an Bedeutung gewinnen. Die effizienten Geräte wurden schon erwähnt. Es gibt eine tolle Übersicht, www.top10.ch. Da können Sie vom Laptop bis zur Wärmepumpe Geräte vergleichen, was sie kosten, wie effizient sie sind. Und auch da können Sie viel Energie sparen, wenn Sie da die effizientesten Geräte wählen. Also kleines Beispiel, ich habe neulich einen neuen Staubsauger gekauft. Der hat jetzt eine Leistung von 700 Watt, der alte hatte 1800 Watt. Also ich habe jetzt weniger als die Hälfte Stromverbrauch. Und was mich besonders freut, der neue Staubsauger ist auch viel leiser. Also ich bin jetzt viel entspannter beim Staubsaugen. Standby-Modus, das kennen Sie, wenn man die Geräte nicht braucht, kann man sie vom Strom trennen. Da spart man ohne Aufwand auch noch einiges an Strom. Und wenn Sie mit einer Maßnahme ganz viel Energie sparen wollen, dann empfehle ich Ihnen eine Duschsparbrause. Wir haben gesehen, Warmwasser braucht sehr viel Energie bei der Erzeugung. Und wenn Sie eine Sparbrause haben, die 7 Liter pro Minute durchfließen lässt statt 12, haben Sie auch wieder rund 40% Energie gespart. Und die meisten Leute merken dann den Unterschied gar nicht. Hier gibt es eine Aktion, schlauerschauer.ch, da können Sie solche Brausen bestellen. Die Aktion besteht auch für Gemeinden, also kann auch eine Gemeinde für ihre Mitarbeitenden oder die Aktion auch für alle Einwohnerinnen und Einwohner starten. Ich habe bei einer Gemeinde gearbeitet, habe das mal gemacht und ist wirklich eine tolle Sache. Da kann man mit kleinem Aufwand viel Energie sparen. Gut, das waren jetzt so die Bereiche beim Wohnen, Gebäude. Mobilität wurde gesagt, eben. Wir haben einfach bei der grauen Energie und bei der Betriebsenergie sehr hohe Verbräuche bei den Autos, am meisten natürlich beim Benzinauto. Und das ist wirklich nicht Polemik, das ist keine Ideologie, man will niemandem das Auto wegnehmen. Man muss einfach sehen, pro Kilometer Fortbewegung ist das Auto sehr, sehr energieintensiv. Eigentlich ist das Auto ein Luxusprodukt, das man so gezielt einsetzen sollte.
Und ja, Velo, E-Bike, ÖV schneiden da einfach besser ab. Es ist natürlich nicht schwarz-weiß, es gibt Situationen, da ist man auf das Auto angewiesen, aber auch da gibt es umweltfreundliche Lösungen. Carsharing, eben Autos teilen, geht auch für Dienstfahrzeuge von Gemeinden oder Firmen. Ein E-Auto ist viel effizienter als ein Benziner. Und ja, wenn Sie ein Auto kaufen müssen, es muss ja nicht immer das Größte sein. Also wir haben in der Schweiz die größten und schwersten Autos in ganz Europa und das braucht halt auch entsprechende Energie, also graue Energie und Betriebsenergie. Und ja, wenn Sie die Ferien planen, Herbstferien, nehmen Sie den Zug statt das Flugzeug, dann haben Sie auch wieder viel Energie gespart. Ich hoffe, ich konnte Ihnen aufzeigen, was es im Gebäudebereich heißt, was Sie für Möglichkeiten haben, als Mieterinnen und Mieter einen Beitrag zu leisten beim Verkehr. Und last but not least, eben beim Konsum. Verwenden Sie Handy, Kleider, Möbel länger. Ein Handy kann man gut 4 Jahre brauchen und nicht nur eines. Oder teilen Sie Dinge. Eine durchschnittliche Bohrmaschine ist über ihre ganze Lebensdauer 13 Minuten im Betrieb und liegt 10 oder 20 Jahre im Keller. Das kann man doch teilen mit den Nachbarn. Oder jeder Haushalt hat ein Raclette-Öffeli für sich. Und seien wir ehrlich, wie oft im Winter essen wir Raclette, das sind auch vielleicht 4, 5 Mal. Also da gibt es ein Riesenpotenzial, um auch Ressourcen zu sparen. Also das ist der dritte große Hebel, den Sie haben. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen einen Einblick geben, wie Sie ganz viele Möglichkeiten nutzen können, einen Beitrag zur Energiewende zu leisten und wie Sie auch entspannter staubsaugen können. Vielen Dank, ich freue mich auch auf die Diskussion und die Fragen. Dankeschön, Thomas. Ja, ich muss schnell fragen, schlauer Schauer, der Gemeindepräsident von Münsingen ist da, Beat, schlauer Schauer, wäre das etwas? Weißt du, diese Duschbrause für alle? Ich habe schon mal Aktionen gemacht. Ja. Zusammen mit der Seria. Mhm. Und hat sich sehr gut bewährt, ja. Gut, also, schlauer Schauer, ja. Man wird trotzdem nass, oder? Genau, ja, man wird absolut nass. Ja. Es reinigt trotzdem. Ja. Ich habe noch eine Frage an dich, Thomas. Mhm. Die geht auch, es ist eine Detailfrage, aber vielleicht auch wichtig. Wenn ich mein Smartphone auflade und das Netzteil dann in der Steckdose lasse, braucht das auch Strom? Das braucht auch Strom. Das mache ich ehrlich gesagt manchmal. Ja, also das braucht auch Strom, das merkt man, indem man es anfasst und dann merkt man, es ist warm. Das heißt, es ist Strom, der dann als Wärme einfach verpufft. Mhm. Und gerade wenn man mehrere solche Geräte irgendwo stecken lässt. Überall, oder? Überall, jede Steckdose. Tablet, Handy, irgendwie weitere Geräte. Das braucht Strom. Das so dann macht das auch was aus. Ja. Gut, also machen wir nie mehr, vielleicht. Danke dir für den Moment. Du bist dann auch für Fragen noch da.